Wie viel Fallschaden? Ah, mal. Unsichtbare Wand. War doch besser so. Was hier? Oh, lieber nicht. Back. Meine Mods sind halt, ja, Stammzuschauer, die wahrscheinlich sowieso immer am Start wären. Und die wollen den Twitch-Chat mit moderieren. Aber ich bin meinen Mods unendlich dankbar. Die machen so eine gute Arbeit und wollen eigentlich gar nichts dafür. Aber ich gönne ihnen halt, wie gesagt, ab und zu mal gut haben. Jo. Anfangen den Auftrag. Besser. Ich habe wirklich sehr gute Mods. Ist das alles? Sebastian. Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Ich mag sie jetzt schon, die Lehrerin. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Ah, er verdrückt. Trotzdem geschafft. Besser ist. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Wuscheln und wedeln. Ey, ich hab so Bock auf den Unterricht! Imagine, man spielt ein Harry Potter Game! Ich kann nicht mehr. Schnappatmung. Lass mich ran an das Ding. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Basis. Wirke ein Basiszauber mit R2. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ich seh's, Puppe. Was? Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Okay, gelbe Schilde mit Kontrollzaubern. Wir merken uns, goldene Zauber sind Kontrollzauber. Gut gemacht. Danke. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Du erlangst in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Da! Ah! Eil. Das wird ein Levioso. Das ist noch nicht dein erstes Duell. Sagen wir eines. Wenn nur all meine Schuhe so gut Protego. Protego? Levioso. Nein! Viereck drücken. Nein, ich habe mich verrückt. Ah. Protego, Stufe. Wie ist die Aussicht? Levioso. Das ist gar nicht so einfach. Du bist gut. Du hast es bemerkt. Stufe. Levioso. Schönes Duell weiß ich zu schätzen. Nutzen Sie den Basiszauber, wenn Ihr Gegner unachtsam ist. Stufe. Levioso. Oh mein Gott, das Zaubern ist so gut. Out of map. Win! Das Zaubern ist so gut! Schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Er ist einfach vom Tisch geflippt, der Loser.
Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Jawohl. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Chat, wir haben so einen Test gemacht. Da kam bei uns Haus Ravenclaw raus. Wenn ihr Slytherin spielen wollt oder Gryffindor, dann könnt ihr das ja gerne machen. Aber jetzt die ganze Zeit im Chat zu fragen, warum nicht das Haus, nicht das Haus? Da knallt nur eins rein, und zwar wieder der Submodus. Seid auch froh, dass nicht jeder Streamer Slytherin und Gryffindor nimmt. Seht das doch mal so. Kann ich jetzt mit allen Schülern reden? Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Hufflepuff gibt's auch, ja klar. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Hm. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Boah. Ja, wir haben ja vorhin schon gekämpft. Wir machen den Ehrlichen. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Oh yes! Das ist geil. Klingt aufregend. Klingt verdächtig. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Mhm. Dann bis bald. Bis bald. Uiuiui, ui, ui, Auftrag abgeschlossen. Besuche deine erste Unterrichtsstunde. First Level Up Magic! Plus 15 Trefferpunkte. Kann ich jetzt irgendwas skillen? Was hat das gebracht? Oder erhöht das dann auch das Loot-Level oder so? Hm. Okay, man kriegt jetzt für das Level Up leider erstmal gar nichts anscheinend. Revelio. So, Chat, weil Leute leider immer noch nicht fähig sind, Google zu benutzen. Es ist unerträglich. Wir Streamer haben einen Presse-Key und können deshalb schon vor Mitternacht spielen. Für die Vorbesteller der Deluxe-Edition ist es ab Mitternacht um 0 Uhr spielbar. So wie es auf der Webseite steht, ab dem 7.2. Es ist unerträglich. Und das Originalspiel, die Originalversion ab dem 10. Wie kann man so sein? Meine Fresse! Mir platzt gleich wieder ein Rüssel. Ein Rüssel und ein Ei. Ein Eirüssel. Oh. Naja, alles gut. Nochmal gesagt hier, weil die Leute mal fragen.
Die Grafik ist absolut gut. Was mir gefällt, ist die Synchro. Ne? Synchro auch echt immer etwas, worauf man achtet. Man klebt ja immer bei den Gesprächen den Charakteren an den Lippen und deshalb ist eine schlechte Synchro schon immer eher nicht so geil. Und die ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, wieder Schnellreisepunkt. Nehmen wir mal mit. Für den Kobolden beim Aufstand. Werwölfe, wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von 1750 und Stufe 1 Schloss. Albert Boot, der Zaubereiminister. Das stimmt nicht. Ach, wie lustig. Ich bleib doch ein Quent. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt. Ich sage die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Boot. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein Kampf. Wie mutig und keck. Wie mutig und keck? Keck wie. Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, wie kann man das hier oben einsammeln, was hier rumfliegt? Es reicht. Wegen dir mit mir. Oh, einfach eine Truhe. Cool. Nichts. Oh, was geht hier ab? It's a cat. It's a trap. It's a cat. Schwebezauber, okay, habe ich ja noch nicht. Das klang, als wäre sie aus Papier, oder? Hey Chat, einfach in Hogwarts, es ist so schön. So schön. Letztes Jahr habe ich Duncan Hopper im Heuler geschickt, weil er die schmutzigen Klamotten im Schlaf. Okay, wir haben hier wieder ein Rätsel. Gut, das müssten wir eigentlich diesmal simpel lösen. Wir haben eine 3, wir haben eine 0. Also ist das Fragezeichen eine 2. Hä? 2? Achso. 0, 1, 2. Also der hier. Das müsste schon richtig sein. Wir haben eine 12 in der Mitte. Wir haben eine 4. Das ist minus 8. Wir haben ein Einhorn. 0, 1. Also ist das Einhorn eine 1. Also ist das Doppelfragezeichen eine 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist also, was soll das sein, Chat? Ein Oktopus oder so? Sieht aus wie der ein oder andere Twitch-Chat-User, der gerne mal die Fragen fünfmal reinschreibt, dann vom Bot wegen Spam getimeoutet wird und mir dann bei Instagram schreibt, deine Mods sind voll die Arschlöcher, ich hab gar nichts gemacht, wurde getimeoutet, wollte es haben, Block. Mach auf den Aal. Purpurrotes Schal mit Uhrwerkmotiv. Zeig mal her den Aal. Nicht Inventar, Ausrüstung bitte. Oh, Stufe 3. Unerträglich. Kann ich schon gucken? Kann ich schon schauen, wie das aussehen würde? Nee, kann ich nicht. Aber man kann auch Sachen zerstören. Zerstören wir mal den Hut. Revelio. Oh, hier ist noch was. Okay, ich habe einen Tisch bekommen. Das ist wahrscheinlich ein Gegenstand für den Raum der Wünsche. Ab in den Unterricht, ich hab Bock! Hallo? Es waren doch 90 Gold. Ich weiß nicht, ob ich die dann dazu krieg. Oder muss man das verkaufen? Ach so, ja, scheiß auf hier. Die 90 Gold. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Matti. Hey, du Mert. Bist also neu in Hogwarts. Das Game macht bis jetzt sehr Bock. Kennst du denn Professor Ronan? Grafik, Performance, Synchro, sehr gut. Beginnen wir? Ja, bitte. Im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Aha, aha. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät.
scheißegal. Die Sommermonate müssen für sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben sie den Feen aneinander Obliviate geübt. Kennen sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Cringer. Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Alter Chat, wir spielen einfach ein Hogwarts-Game, ein Harry Potter-Game. Könnt ihr das packen? Wir spielen einfach... Oh, ich komme da immer noch drauf klar. Ist, by the way, auch... Ich habe damals, ich weiß gar nicht, wie lang es her ist, irgendwann nochmal auf PlayStation 1 oder 2 bei einem Kollegen irgendein Harry Potter-Spiel gespielt. Das ist aber so lang her, kann mich fast gar nicht dran erinnern. Jetzt spielen wir im Jahre 2023 ein wunderschönes Game. Geil. Herziehen den Aal. Akio. Schnapp. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ladezeiten sind echt okay. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport? Um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Natürlich wieder wir. Kurzum. Verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Verstanden. Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahinter sprechen, aber Übung macht den Meister. Zeigen Sie es uns. Danke für die 15 verschenkten Subs von The Redbeard 85 Chat. Lass mal Passabums regnen. Danke für die 15 neuen Naschis. Ich hoffe, die Leute bedanken sich bei dir. Wenn nicht, sag Bescheid, dann zauber ich die aus dem Chat raus. Ach hier. Sehr gut. Das passiert den Besten von uns. Ihr seid schuld, Chat. Ausgezeichnete Kontrolle. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Ich bin fassungslos. Wunderbar. Easy. Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Gut zu. Ja. Genau so wird das gemacht. Carstens Spielzug. Besser ist auch. Ach, hier. Ah,
Genau so. Dann los. Digga, wie geil. Oh, mach kein Ende, mach jetzt keinen Scheiß. Na bitte. Ich dachte, ihre Kugel rollt meine runter. Warum kriegt sie 18? Oha, war diesmal schneller. Ach, wenn ich schräg ziehe, ist der Weg größer, also mehr Ziehkraft. Das ist gut zu wissen. Also dann zieht es stärker. Ja, sie ist wieder auf ultra hart eingestellt. Ja, ja, ja. Na klar. Okay, jetzt muss ich vom Winkel her, sonst tue ich die eine Kugel runterschieben. Okay. Gleichstand. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Oder ja, stimmt, ihr habt recht. Ich hätte den einen von ihnen runterziehen können. Was passiert, wenn wir Gleichstand haben? Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Red Reaper, danke noch für die 10 Naschis und Bog, danke für die für die 5 Naschis. Danke für die ganzen Subbombs von die Community. Danke, danke, danke. Chat, gönnt mal ein bisschen Liebe. Dankeschön. Willkommen an alle neuen Subs. Bedankt euch bitte bei den Subgiftern. Wichtig und richtig. Franzi, danke auch für die 5. Ha! Okay. Keine Sorge. Abgestürzt, wie ApoRed's Karriere. War aber ein knappes Mäulchen. Ja, ja, ja. Na klar. Genau so wird das gemacht. Jetzt muss ich eigentlich versuchen, ihren runter zu bouncen. Standardunterricht, nicht wahr? Nicht, dass es mich stört. Ah! Egbert! Wahrlich nicht. Konzentration. Mach jetzt keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Mädchen! Ah! Bad. Ja, trotzdem wieder 30 Punkte. Die hackt. Das glaubt mir jetzt wieder keiner, aber die hackt. Jetzt war wieder der Schwung zu wenig. Toll. Sehr vorhin war voll viel Schwung drauf. Gute Arbeit. Naja, minus 10 Punkte. Ich frage mich halt, ob es was bringt, wenn man die Duelle gewinnt. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. MLP vielleicht? Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Oder Punkte ich fürs Haus. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Ne, Chad, das war auch wirklich hart, ne? Sie hat geschummelt, ne? Ganz klar. Hat man ganz klar gesehen. Schön, dass du das verstehst. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Besser ist auch. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Oh nee. Und ich mich versah. Oh, ich hab Muskelkater. Uganda und war auf der anderen Seite der Welt. In einer ganz neuen Schule. Uganda. Hat mich gefreut. Wie groß ist Uganda? Wie sieht Uganda aus? Ist Magie auf Uganda gleich? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf.
Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Wisst ihr, was mich gerade so glücklich macht, Chat? Hogwarts Legacy. 417.000 Viewer. Ein Tag vor dem offiziellen Vorbesteller-Release. Sydney streamt, Mickey streamt. Geil. Liebe. Wichtig. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Unglaublich. Die Magie ist sicher schwächer. Unglaublich. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Das ist wirklich heftig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Stablose Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Vielen Dank. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Ronan, so ein geiler Name. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Vorhin hat noch jemand gefragt, kann man seinen Zauberstab anpassen? Bis jetzt weiß ich, dass man wohl den Schaft ändern kann, deines Zauberstabes. Ich weiß nicht, ob das nur visuell verändert oder auch andere Boni gibt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Bitte. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Hat Spaß gemacht. Ja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss O'Neill ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Ich habe wegen 10 Punkten verloren. Entspann dich mal, Kollege Schnürschuh. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss O'Neill ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professorin sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Also bis jetzt muss ich sagen, die Unterrichtsstunden haben super Laune gemacht. Die Unterrichtsstunden, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wirklich Laune gemacht. Sehr guter Einstieg in die Olga. So, was haben wir zum Auswählen? Was? Die große Treppe auswählen. Achso, ich muss auf Aufträge wechseln. Alle Primäraufgaben, Beziehungen, Sekundär. Wollen wir dem geheimen Zauberkunstclub, Duellierclub beitreten? Schon, ne? Sprich mit Lucan Bradley. Bradley. Ich glaube, das ist geil. Das hatten wir auch bei dem Preview-Event, nur wurden wir da direkt reingeportet. Also, wir standen schon davor. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist, der Bray. Was sagt uns hier unser Questlog? Okay, nicht viel mehr. Mal schauen, ob wir schon einen Schnellreisepunkt haben. Ah, guck, das ist wirklich so gut gemacht mit der Karte. Man sieht direkt, aha, da muss ich hin. Pi mal Daumen. Okay, wir haben da jetzt noch kein Feuer in der Nähe, hä? Oder? Das habe ich jetzt noch nicht geblickt. Wie? Ah, doch, okay, ja. Boah, das ist schon trotzdem verwirrend. Da haben wir noch kein Feuer. Okay. Dann müssen wir hinlaufen. Und immer wenn wir auf dem Weg dahin... Immer auf dem Weg dahin die Schnellreisepunkte mitnehmen. Wahrscheinlich hat man dann irgendwann zeitnah alle. Und kann immer sich hin und her porten. Ach so. Zeig mir das Spiel wohl lang nach unten.
Kommen wir hier rein. Ich will natürlich immer den Loot mitnehmen. Oh, neu. Ah, okay. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Hallo? Schlossstufe 1. Toll. Ich wusste nicht, dass ich Skyrim spiele, wo ich hier erstmal Schlossknackerfähigkeiten lernen muss. Sehr gut, dass wir hier wie bei Dead Space geleitet werden, weil sonst wäre das, glaube ich, extrem nervig und kompliziert in dem riesigen Schloss. Sag ich, wie es ist. Eigentlich halte ich nichts davon, so Questmarkern einfach hinterherlaufen, ne? Aber ich glaube, bei den ganzen Ebenen von Hogwarts und so wäre das ansonsten echt, ja, Rebellion würde sich ziehen, immer den Weg zu finden und immer wieder Map aufmachen und so. Ne, sag mir jetzt nicht, ich komme hier nicht durch. Oh mein Gott, ich dachte schon. Nicht schon wieder. Ihr Braxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt, in eben jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. Geiles Ereignis. Ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui. Das zahle ich dir heim. Bruder, nimm doch deine Bücher mit. Ich finde es sehr korrekt, dass Chef Strobel auch ins Spiel geschafft hat. Grüße. Hallo? Kann ich hier reden? Nee. Donowall. Donowall-Tür. Schön, dass du Oha. Da bist. Lucan ist da drüben. Oh yes, baby. Oh, oh. Oh mein Gott, wie geil ist denn der Raum? Yo, also das ist halt auch einfach schon wieder eine 11 von 10 der Raum. Ich glaube, ich könnte hier eine Stunde stehen und nur dem Pendel zuschauen. Warum gibt's sowas nicht in echt? Do it. Imagine. Kann ich dir helfen? Ja. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Klar. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch Stabile bereuen. Mütze, Bruder. Durchbricht gelbe Schilbe mit Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Leviationszauber Levioso. Zielanvisierung R3, erlaubt den Gegner und verfolgen, nutze R und dein Ziel, wenn es anwendet, zu wechseln. Oh mein Gott, wie geil alleine das Duell im Vorschaumenü aussieht. Oh mein Gott, wir haben so ein gutes Zauberkampfsystem in das Spiel reinbekommen. Dafür würde ich den Spieldesignern jetzt schon Blumen schicken wollen. Confringo! Protego! Stufo! Ja. Stufung.
Bam, 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 bam. Protego, Sturzo, Levioso, Pinto. Accio, Levioso. Confringo. Ah, Levioso, was mit meiner Lippe. Confringo. Ha! Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Ne, ihr habt gesehen. Gut gemacht. Der Gegner war in der Luft. Was dich angeht. Und kurz bevor er runtergefallen ist, hätte ich ihn nochmal zu mir ziehen können, um die Flugzeit zu verlängern, um mehr Standard-Autotext durchzubekommen. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Oh mein Gott, das macht so Spaß, EP zu verdienen in dem Spiel. Wie geil das aussieht. Hey Bruder, setz dich doch nicht hin. Lass uns zaubern. By the way, hat jemand geschrieben, hä? Der Butschi? Der Butschi leitet den Zauberduell-Club. Körperstatur und Alter sagen nichts über einen guten Zauberer aus. Was glaubst du, wie viele gute... Bruder, Albus Dumbledore hat wahrscheinlich dir mit 10 Jahren schon die Unterwäsche weggezaubert. Weißt du, was ich meine? Uff, träge. Keine Aufgaben. Fresh Dumbledore. Ja. True. Also das nächste Mal können wir uns hier einfach hin fastporten. Wir haben ja jetzt den. Also diese Schlösser. Da bin ich mal gespannt, wann man die knacken kann. Was haben wir hier? Ist das wieder ein Rätsel? Nee. Oh. Das sieht für mich wie ein Rätsel aus, wo ich die Zeit stehen lassen muss oder so, dass die Tür aufgeht. Das Game ist bis jetzt fantastisch. Macht Spaß, Grafik ist geil, Synchro ist gut, Kampfsystem macht ultra Laune. Keine Bugs, Glitches, Hallo, Soundbugs. Ja. Sehr, sehr solide. Was kann ich denn mit der Figur machen? Die leuchtet blau, also irgendwas kann ich damit machen, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. Spiel im Performance-Modus. 2K, Upscaling auf 4K, absolut solide die Grafik. Seht ihr ja auch selber, ne, im Stream. Also überall gibt es echt Schlösser. Bin mal gespannt, wann wir die knacken können. Ja, viele Streamer und Creator haben einen Presse-Key bekommen. Da auch nochmal Danke an die Spieldesigner. Ich fühle mich geehrt. Ich war ja auch da zum Preview-Event. Als einer von 2 Creatoren und als einer von insgesamt nur 10 Gästen, die an sich eingeladen waren. Bestimmt gibt es eine Trophy, alle Katzen streicheln oder so, oder da gibt es irgendwas. So, den Schal kann ich anlegen, sagt ihr. Handbekleidung, Halsbekleidung. Offensive. Oh, Offensive 3. Ja, geht. Was haben Sie jetzt vor? Revelio. Ich hab so Bock zu erkunden, aber ich glaube, wir kommen sowieso noch durch die ganzen Türen nicht durch. Und die ganzen Papiere können wir auch noch nicht reinziehen.
Was ist mit dem Raum? Oh, Professor? Was geht ab? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Deke. Vielleicht könntest Deke. Du... Warum haben sie ihn nicht einfach Geek genannt? Oh, entschuldigen Sie, Deke. Oh mein Gott, der sieht richtig geil aus. Richtig gut sieht der Hauself aus. Genauso schöne Dobby-Augen. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fink hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Und Chat, kann ich jetzt die Dinger schon einsammeln mit einem der Zauber? Wir probieren es gleich mal aus. Hat Professor Fink nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Zugeknöpft. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Ja, ja, mach mal. Was? Mehr Arbeit? Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Oh. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, geil. Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Wir haben noch nicht mal unseren eigenen Zauberstab. Können Sie mehr über Zaubertrankläden erzählen? Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Chat, das Game spielt 100 Jahre vor dem ersten Harry Potter Film. Hier gibt's keine Hermine oder so. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Obergeil. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Wenn ich jetzt noch einmal eine doppelte Frage im Chat lese, dann verwandle ich mich. Und zwar zu einem verdammten Dämon! Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Hat der damals schon gelebt? Ist der so ich alt? Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Winkelschminkelgasse. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Kann ja auch einfach wegen dem Nachname. Vielleicht der Sohn oder... Vielleicht Sebastian Cello oder Nazai Onai. So sein, ich habe ne? sie öfter mit Ihnen gesehen. Er ist Familienname, ihr habt recht, Chat. Wer war nochmal Sebastian? Scheiße, ich weiß es nicht mehr, wer. War Sebastian der, gegen den wir uns beim ersten Mal duelliert haben? Und wer war Nettie? Wer war Nettie, Chat? Die, die uns vorhin mit den Balls abgezogen hat, die ist anders. Die hatte einen exotischen Namen. Ach, das war die mit den Balls. Na, ich nehm's ihr krumm, dass sie uns abgezogen hat. Wir nehmen Sebastian. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Hallo. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, Ronan. Wartet Ihre Begleitung so am eine geile Nachname. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ui, ein Neisippen.
Din, din, din. Aufträge verfügbar. Melde dich bei Professor Ronan. Also Ronan ist ja mal einfach ein Giga-Chat-Nachname, ha? Um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Aufträge ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgabe und ihren Fortschritt einsehen. Okay. Ah, sehen wir da was. Sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in Hex, der Tat. Hex. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Gibt's in den Spiromanzen? Nicht, dass ich wüsste. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Wir sind jung und keusch. Das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Wofür sind diese Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Na gut. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Chat, auch zu der Zeit waren unverzeihlich Flüche verboten. Und sollte man als Schüler unverzeihlich Flüche im Kampf benutzen, wird das auf jeden Fall Konsequenzen haben. Die einzigen Konsequenzen, wo man keine Konsequenzen hat, ist während Duellarenen. Das sind sogenannte Dungeons. Werden wir irgendwann noch einen haben. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Werden wir auch noch in Erfahrung bringen. Frag mich, wofür, was glaubt ihr es mit diesen Statuen, Chat? Was glaubt ihr es mit diesen Statuen? Schweben lassen? Oh, okay. Ach so, okay. Handbuchseiten. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ah ja, ah da oben. Komm her auf den Meter. Großartig. Geil! Schnappe! Die Performance ist 1A. Und jetzt? Leviosa! Sag mal, nee, das ist zerbrochene Statue. Ist hier noch irgendwo ein Blatt? Achso, da oben. Oder? Wo ist hin? Ich hab's doch gerade gesehen. Oh ne, ne. Hallo? Blatt? Ah, da. Okay. Geschafft. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Nö. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Oh, Ihr oh. Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Easy.
Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Repar. Sehr schön. Sie liebten von Zauberhand, was? So sehe ich aus, wenn ich die doppelten Fragen im Chat sehe. Oh. Oh. Das ist ein dicker Auftrag. Alte Magie, Wurf, alte Magie. Mhm. Geil, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Geil, geil, geil. Din, 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 din. Okay. Haha, wie geil ist das denn? Was kann ich hier nutzen? Oh, wunderschön. Wunder, Wunder, wunderschön. Nebenmission Magic! Ich weiß es einfach. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ah, ich hab ich bin Lenora. Oh. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Chat, bitte nicht euch im Chat streiten. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Habt euch lieb. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ein paar haben gefragt, ob man die Filme und Bücher kennen muss. Musst du nicht. Aber für mich persönlich ist es natürlich eine unglaubliche Nostalgie, weil ich die Filme und Bücher gelesen habe vor vielen, vielen, vielen Jahren und ich die Zaubersprüche und Welt halt kenne. Aber unabhängig davon ist es ein gutes Spiel, was du halt auch ohne das Vorwissen genießen kannst. Ne? Vielleicht holst du ja die Bücher sein. Mal nach oder die Filme. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das ist eine der Nebenaufgaben, die ich beim Review-Event gespielt habe. Deshalb weiß ich schon, wo es hingeht. Da unten hin. Schnapp. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Kleine Motte. Din, 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 din. Und jetzt? Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Knapp. Level 4 mal 4 steht für Lifestyle Magic! Zack. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch. Obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Mhm. Thank you.
Revelio. Geil. Was für eine wunderschöne magische Welt. Schlösser. Überall. Na, sieh an, wer hier ist. Moin. Hallo, Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Gerne.